Ein sportliches Moin an die Mentalathletinnen und Athleten da draußen. Heute wieder mit einer spannenden Podcast-Folge im MHP, im Mentaler High Performance Podcast. Und ja, heute haben wir einen Gast bei mir. Doppelt spannend. Zum einen, weil wir beide zusammenarbeiten hinsichtlich der Sports Performance Academy. Das ist ein super Experte hinsichtlich Nahrungsergänzung, Supplementierung. Aber das soll heute hier nicht unser Thema sein. Oder wir reißen es vielleicht kurz an. Heute geht es primär um seine Rolle im Powerlifting. Und zwar bei mir zu Gast. Ich nehme mal seinen Shownamen. Chris The Rock ist vor Ort. Ich freue mich sehr. Grüß dich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Uli. Ja, sehr gerne. Powerlifting, ich komme ja mal ganz ursprünglich aus dem Bodybuilding. Deswegen hatte ich so mit Powerlifting Berührungspunkte. Habe natürlich auch mal versucht, schwer zu beugen, zu heben und zu drücken. Und von daher weiß ich, dass mentale High Performance in diesem Sport natürlich eine präsente Rolle hat, weil, also ich kann mich an Momente erinnern, wo ich in den Kniebeuge-Rack gegangen bin und einfach Angst vorm Gewicht hatte. Ich hatte einfach Angst. Ja, ich hatte Angst, das Ding eine Abwärtsbewegung damit zu machen, weil ich einfach nicht wusste, was das Gewicht mit mir anstellt. Aber das sind meine Ängste. Lass uns über dich sprechen. Chris, erzähl mal kurz, wer du bist und was du so machst. Ja, mein Name ist Chris Rock Rohrhofer. Chris The Rock ist quasi der Spitzname, den ich von meinen lieben Kunden bekommen habe. Meine große Leidenschaft ist es, Sportnahrung in 100% Bio-Qualität zu entwickeln und zu produzieren. Ich war früher meine Wurzeln, ich komme auch aus dem Bodybuilding, sprich des klassischen Bizeps-Curls, mit dem bin ich groß geworden und bin dann sukzessive in das Thema Powerlifting reingewachsen. Ja, und wie gesagt, ich bin Unternehmer, Bio-Sportnahrung, Bio-Gewürze, das heißt, ich bin unterwegs im 100% Bio-Bereich und eben nicht nur sportnahrungstechnisch, sondern auch von Seiten des Sports, aktuell wettkampfmäßig eben im Powerlifting bzw. im Kraftwettkampf. Das ist in aller Kürze. Okay, sehr cool. Also bist tatsächlich an deiner Passion dran geblieben und ja, dieses Thema Nahrungsergänzung auf hohem Niveau mit entsprechenden Herkunftsinformationen, Absorptionsraten und so, das ist natürlich ein hochspannendes und aus meiner Sicht auch extrem wichtiges Thema. Aber jetzt bist du Powerlifter. Hol uns mal ab, wo bewegst du dich, auf was für ein Niveau bewegst du dich, wie agierst du in diesem Sport? Im Grunde bewege ich mich, ich würde mich selbst noch Anfänger nicht, aber ich bin gerade am Losstarten. Gerade im Maximalkraftsport ist es so, dass man mit 2, 3, 4 Jahren Training erst am Beginn ist. Das heißt, dass man wirklich das Maximum auslotet und so ist es in Wahrheit ja auch im Bodybuilding-Bereich, ist, dass man wirklich zu seinem genetischen Maximum kommt, braucht es viele Jahre am Training. Und ich merke alleine in meiner Steigerung der Gewichte, der Maximalgewichte, die ich bewege, dass die Kurve aktuell noch so steil nach oben geht. Die nächste Marke sind jetzt die 300 im Heben. Das ist eine schöne große Marke, die richtig Spaß macht. Das 700 Kilo total in Summe ist auch das nächste, was wir jetzt angehen. Das heißt, es ist schon okay, aber ich weiß eben, und das ist das, was mich so motiviert, wie viel Luft da noch oben ist. Das Schöne am Powerlifting ist für mich, das ist das, was mich reizt. Im Grunde ist es ja nur schweres Gewicht aufheben, beugen oder drücken. Aber es bringt ja nichts, wenn du im Training super stark bist, wenn du dann am Wettkampftag, verzeihe das Wort, nicht die mentalen Eier hast, das sozusagen auf die Wettkampfplattform zu bringen, dann bringt dir das nichts. Du kannst im Training der beste Powerlifter der Welt sein, wenn du am Wettkampftag, wenn du auf die Wettkampfplattform rausgehst, da stehen die drei Wettkampfrichter, da sitzen vielleicht 200 Personen im Publikum, dann musst du genau jetzt, so wie du auch beschrieben hast, die Angst vor der Handball, was macht dieses Maximalgewicht mit mir, einfach versuchen wegzuschalten und dich genau auf diesen aktuellen Moment zu fokussieren. Das heißt, beim Powerlifting geht es eben nicht nur um Maximalkraft, sondern ich muss am Wettkampftag auch meine Ernährung auf den Punkt bringen. Ein Wettkampf kann teilweise bis zur gerade vor kurzem österreichische Staatsmeisterschaft mehrere Stunden dauern. Das heißt, ich muss über mehrere Stunden hinweg immer abrufbereit sein mit meiner Maximalkraft, was nicht nur mental, sondern auch körperlich ein Thema ist. Sprich, da muss ich mich über die Intra-Workout-Ernährung, wenn man so will, sich beschäftigen. Man muss in die Wettkampfklasse reinpassen, genaue Gewichtsklasse.
Und natürlich ja, das Ganze auch mental im Aufrechterhalten, falls einmal ein Versuch nicht so klappt, wie man will, dass man trotzdem dann nicht die Nerven wegschmeißt und weitermacht. Und diese Kombination finde ich richtig cool. Ich trainiere viele, viele Monate genau auf diese Basisgruppen hin und das ist einfach das, was mich extrem an dem Ganzen reizt. Ja. Ja. Hast du für uns mal irgendeine Story, wo du sagst, okay, das spiegelt diese mentale Belastung mal wieder? Also du hast jetzt gesagt, mit Versuche klappen nicht oder es muss das Gewicht erstmal gebracht werden oder du musst dich über mehrere Stunden auf einem Niveau halten. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Mehrere Stunden, also auch das physiologische Niveau. Ich meine, wir haben ja unterliegen ja einem Biozyklus, der mal mehr und mal weniger vorsieht zu funktionieren. Aber auch mental dieses hohe Niveau aufrechtzuerhalten. Hast du irgendwo mal eine Story, wo wir mal so ein bisschen mitspüren können, was bei dir da so los ist? Ja, ich schlage vor, wir gehen einfach ein paar Wochen zurück. Da waren die österreichischen Staatsmeisterschaften im Powerlifting, wo ich eben auch angetreten bin. Und es ist ja im Powerlifting so, die erste Disziplin Kniebeugen, drei Versuche, da gibt es drei Versuche im Bankdrücken. Und das richtig geile Finish sind dann immer zum Schluss die drei Versuche im Kreuzheben, wo es dann richtig schwer wird, wo es dann richtig cool wird. Du baust im Grunde über die Stunden davor schon richtig Erschöpfung auf, über die Maximalversuche, die du im Bankdrücken bzw. im Kniebeugen hattest. Und dennoch kommst du dann immer weiter zum Schluss und schon langsam kristallisieren sich die Platzierungen raus. Und dann gibt es natürlich, wenn ich beispielsweise, so wie es bei mir war, bei den Kniebeugen, den einen oder anderen. Nach einem Versuch konnte ich leider nicht schaffen. Das heißt, geht natürlich mental auch darum, wenn es dann sagt, okay, es ist nicht so aufgegangen, wie es geplant war, dass man trotzdem dann noch mit dabei bleibt. Das Geile ist dann einfach, und das ist der Gänsehautmoment, kurz vorm letzten Versuch beim Kreuzheben, sprich der alles Entscheidende, bei mir waren das 282,5 Kilo. Und es ertönt im Grunde beim dritten Versuch, den Lieblingssong, den konnten wir auswählen im Vorhinein, AC/DC, richtig geiler Song. Dann gehst du raus, dann kommt schon einmal Gänsehaut hoch. Dann hörst du im Grunde, die Hantel ist bereit, Wettkampfrichter schreit, Hantel ist bereit, rauskommen, alle Leute warten, geile Musik. Und genau dann heißt es, das Ding abrufen. Und ich habe dann leider Gottes den letzten Versuch nicht geschafft. Und das lag schlicht und einfach an dem Thema Mindset da oben. Sprich, da muss ich noch an mir arbeiten, dass ich tatsächlich die letzten paar Prozent noch raushole, wo ich weiß, und das zeigen auch die Videoanalysen, körperlich hätte ich es drauf gehabt, aber mental eben nicht. Das heißt, es ist einfach noch diese Mechanorezeptoren in der Wirbelsäule, die sozusagen über die Beugung uns unterbewusst Bescheid geben. Eine gewisse Beugung ist ja okay. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, dann brechen wir unbewusst ab, weil wir Angst haben, dass irgendwas passiert. Aber in Wahrheit ist es alles im grünen Bereich gewesen. Das heißt, wir haben das alles schön analysiert und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt genau auf die Punkte drauf an. Und eben nicht nur körperlich, sondern auch mental muss man da up to date sein, damit das richtig gut funktioniert. Ja, cool. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit erstmal an der Stelle. Ist ja auch spannend, einfach zu sagen, also erstmal eine Analyse ist professionell, also zu gucken, woran lag es. Also wenn es eher die psychologische Komponente ist, dann stellt sich ja für mich gleich im Anschluss die Frage, welche Konsequenzen ziehst du daraus, erstens für dein Training und zweitens für den nächsten Wettkampf? Vielleicht eines noch vorab, was bei den Wettkämpfen so richtig fein ist, ist, du kriegst im Grunde 1:1 einen Spiegel vorgehalten. Und das ist im Grunde schon der erste Schritt, was du sagst, was ziehst du daraus? Der Wettkampf sagt dir ganz genau, was kannst du gut und was kannst du nicht gut. Und da sitzen drei Wettkampfrichter und wenn die sagen, du hast die 282 Kilo nicht gehoben, dann hast du es nicht gehoben. Das heißt, du weißt ganz klar, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Das heißt, es ist keine Show, sondern klar, ja, nein. Das, was ich rausziehe, ist das eine, das mentale Thema, mit dem ich schon viel arbeite, ist das Thema Visualisierung. Das heißt, ich bin, wenn ich zur Hantel gehe, nicht angespannt, sondern ich bin extrem locker. Ich bin positiv aufgeregt. Das heißt, ich freue mich auf die Sache, aber ich bin nicht nervös. Das heißt, da habe ich schon sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Das heißt, das Thema Visualisierung, ganz, ganz wichtig, auch bei mir im Unternehmertum. Wir hatten vor kurzem einen großen Fernsehauftritt. Da ist die Visualisierung ein ganz, ganz ein mächtiges Tool.
Das zweite Thema Mindset ist gar nicht viel über das schwere Gewicht nachdenken, sondern hingehen und das Ding einfach aufheben. Sozusagen dieses Selbstbewusstsein vor dem schweren Gewicht, dass man das aus dem Training transferiert in den Wettkampf. Und ich weiß, dass ich das, ich meine, ich habe meine Kreuzhebe-Bestleistung, obwohl ich den Trittversuch nicht gemacht habe, vom letzten Wettkampf auf jetzt um knapp 25 Kilo gesteigert. Das ist ja schon richtig gut. Wahnsinn. Das heißt, das passt schon. Und der letzte Versuch wäre dann noch einmal 10 Kilo mehr gewesen. Das heißt, ich kann schon zufrieden sein, aber trotzdem weiß ich, was da noch Luft ist. Und mein nächstes Ziel ist im Grunde, dieses Selbstbewusstsein aus dem Training in den Wettkampf zu transferieren. Und das geht schlicht und einfach nur über Routine. Routine, 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 Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Sprich, ich habe jetzt die Trainingspläne alle angepasst für mich und durch schlicht und einfach mehr Volumen und viel, viel mehr Gewicht dabei. Sprich, dass sich der Körper einfach daran gewohnt. Regenerationsmäßig bin ich top unterwegs. Das heißt, ich weiß, dass da noch viel Potenzial ist, was ich heben kann. Und jetzt gehe ich Stück für Stück immer weiter zum tatsächlichen Maximum Recoverable Volume. Da gibt es ja dieses MRV. Und da möchte ich mich immer weiterhin antasten. Ja, das sind im Grunde die nächsten Aufgaben. Und ernährungstechnisch, um das noch kurz abzugründen, es hat auf den Punkt gepasst. Ich hätte 93 Kilo am Wettkampftag haben müssen oder können. Ich habe genau 92,8 Kilo gehabt. Das heißt, ich habe auf 200 Gramm das Ganze hingeebnet, was perfekt war. Ich hatte durchgehend im Wettkampf Power. Das heißt, auch das funktioniert gut. Und die anderen Dinge, die ich gerade erwähnt habe, da heißt es jetzt, geht's jetzt ans Arbeiten. Und das ist das Geile, wie gesagt, am Wettkampf abschließend jetzt noch. Du weißt genau, was zu tun ist. Ich habe daraus meine Konsequenzen gezogen und jetzt habe ich im Grunde meine Hausaufgaben, die ich abarbeite. Jeder zweite Tag Training und da gibt es nur mehr Erfolg. Also ich weiß genau, was zu tun ist. Das ist das Schöne daran. Sehr stark, sehr schön. Du hast jetzt viele wichtige Sachen gesagt. Gibt es für dich noch eine Konsequenz, nicht nur fürs Training, sondern auch die du ziehst direkt für den Wettkampf? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, also vor Ort machst du noch irgendwas oder machst du irgendwas nicht oder so? Oder ist dieses Visualisieren lernen aus dem Training, was du gerade meintest, ist das, was du dann sozusagen final nochmal da abrufst? Oder also gibt es da eine Differenzierung, dass du sagst, okay, jetzt hast du gerade die Dinge aufgezählt, die du im Training umsetzen möchtest. Gibt es irgendwann, was du tatsächlich im Wettkampf vor Ort umsetzen möchtest? Ja, das betrifft aber mehr das ganze Thema Warm-up und so weiter. Sprich, bei mir gibt es bei jeder Trainingseinheit 500 bis 1000 Seilsprünge zum Aufwärmen. Das mache ich genauso in jedem Training, aber auch am Wettkampf. Das heißt, auch da springe ich mit dem Seil. Ich wärme mich genau in der gleichen Gewichtssteigerungsrate auf wie im Training. Das heißt, ich will am Wettkampftag über nichts nachdenken. Ich will mich nur auf das Gewicht konzentrieren. Will jetzt nicht nachdenken, muss ich mich jetzt mit 110 oder 120 oder 130 aufwärmen oder als nächstes 180. Das ist alles automatisiert. Das heißt, ich will mich in keiner Sekunde um irgendetwas kümmern, was nicht das Gewicht betrifft. Das ist etwas, was man einfach wieder, da bin ich wieder beim Thema Routine, 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 jedes Training immer gleich gestalten, damit es einfach in Fleisch und Blut übergeht und damit man nicht so wie ich es früher war oder jeder Anfänger, der sich vor die schwere Hantel stellt und überlegt, wie muss ich mich jetzt richtig hinstellen beim Kreuzheben, das muss alles aus dem Gefühl rausgehen. Das sind im Grunde die wesentlichen Punkte. Der Rest mit der Visualisierung, das passiert 3 bis 4 Wochen zum ersten Mal vorab. Und dann, je weiter ich zum Wettkampf komme, in regelmäßigen Abständen. Und dann weiß ich genau, wenn ich in den Wettkampfort reingehe, dann läuft dieser Film ab und ich weiß im Grunde schon genau, was auf mich zukommt, weil ich ja das alles schon da oben durchgelebt habe. Absolut. Ja, sehr stark. Ich finde es auch ganz wichtig als Aussage, du hast ja vorhin auch so schön diesen Transfer Sport und Business gebracht. Hast ja gesagt, Visualisierung ist auch ein Tool aus dem Business und also im Unternehmertum, hast du, glaube ich, gesagt. Auch das mit der Routine ist ein Tool, was im Unternehmertum natürlich genauso funktioniert, weil Routine bringt immer Fokus, ne? Also wenn ich routiniert bin in bestimmten Dingen, wie zum Beispiel jetzt in dem Beispiel des Warm-up, dann kann ich halt den Fokus auf die Dinge lenken, um die es tatsächlich geht und muss mich nicht mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen, die sozusagen mir den mentalen Kontrollverlust verursachen. Absolut, da bin ich total bei dir. Aber jetzt muss ich mal sagen, das hört sich ja schon alles sehr auf hohem Niveau an. Also wir reden über Routinen, wir reden über Fokus, wir reden über Visualisierung, wir reden von Mindset, wir reden von
auch von Fachwissen, ne? Also du hast es mal so in so einem Nebensatz gesagt, du hast dich hindiätet. Das ist ja auch nicht einerlei. Da stellt sich für mich erstmal die Frage, also wenn du ein mental starker Athlet sein möchtest, welche Kompetenzen braucht es denn aus deiner Sicht? Es kommt dann immer darauf an, wenn man so wie ich sich selbst coacht, ist es noch einmal was anderes, als wenn ich beispielsweise einen Coach habe, der die gesamte Trainingsplanung, die gesamte Wettkampfvorbereitung, alles für mich macht. Das ist im Grunde etwas, was ich persönlich mache. Das heißt, ich mache die Hypertrophiephasen, ich mache die Peaking-Phase, sprich die Trainingsvorbereitung, wo ich den Körper auf die Maximalkraft vorbereite. Ich mache die Versuchsplanung selbst und so weiter. Und da ist es noch, natürlich noch einmal ein bisschen anders, als wenn ich jemanden habe, der mir genau auf die Versuche aufschreibt. Ich gehe einfach hin und hebe das Ding auf. Ich bin eben, gehört zur Sorte der Ersteren, weil ich selbst das einmal lernen möchte, wie die ganze Trainingsplanung funktioniert. Ich will das alles selbst können. Dementsprechend habe ich gesagt, will ich mir das zusätzlich aufmünzen. Was braucht man dazu? Man braucht im Grunde, so wie auch im Unternehmertum, Disziplin. Disziplin. Das ist der Punkt. Im Grunde, mit der Disziplin zeigst du nur, dass du die Gedanken, die du hast, auch tatsächlich befolgst. Disziplin zeigt dir selbst, dass du das, was du machen möchtest, auch tatsächlich umsetzt. Wenn du nicht diszipliniert bist, wenn du einen Wunsch hast, aber nicht diszipliniert genug bist, diesen Wunsch zu verfolgen, dann zeigst du dir ja indirekt selbst, hey, ich habe in Wahrheit nicht die Eier, dass ich meinen eigenen Wunsch nachziehe. Das heißt, du enttäuscht dich damit nur selbst. Und da ist für mich einfach Disziplin an allererster Stelle. Ich muss mir die Frage stellen, wie wichtig sind mir meine Ziele? Das ist immer eine Frage der Priorität. Es gibt ja immer die klassische Ausrede, ich habe ja keine Zeit zum Trainieren, ich habe ja keine Zeit für dies und das. Es ist eine reine Prioritätenfrage. Niemand von uns hat Zeit für irgendwas. Aber trotzdem machen wir die Dinge, weil sie uns eben wichtig sind oder eben nicht. Ne? Das heißt, Disziplin, Punkt Nummer eins. Das zweite, auch im Grunde sind das alles so Grundlagen, die fürs Unternehmertum, aber auch fürs Training gelten. Ziele setzen. Was ist das Ziel? Wo soll die Reise hingehen? Mhm. Wenn ich auf einen Wettkampf gehe und nicht weiß, dass ich heute beim Kreuzheben eine neue Bestleistung haben möchte, sondern ich gehe einfach hin und schaue, was passiert, das wird nicht funktionieren. Wenn ich mich ins Auto reinsetze und ins Navi nichts eingebe, wo fahre ich denn dann hin, wenn ich gar nicht weiß, was ich will? Genauso beim Unternehmertum. Das heißt Disziplin, Ziele setzen und ja, und das nächste ist dann im Grunde, passt auch wieder zum Unternehmertum. Wir alle haben Ideen, aber Ideen sind nichts wert, wenn wir sie nicht umsetzen. Das heißt Umsetzung. Umsetzung und Disziplin gehören in Wahrheit auch wieder zusammen. Diese drei Punkte ist absolut kein Hokuspokus. Jeder von uns weiß das, aber das Schwierigste ist eben das tatsächlich Tag für Tag. Und es gibt in jedem Training auch Trainingstage oder in jedem Trainingsplan Trainingstage, wo du einfach sagst, heute läuft es nicht gut. Ich bin nicht in der guten Tagesverfassung, dass ich trotzdem die heutigen 100% raushole, auch wenn die vielleicht in Gesamtsicht weniger sind. Aber das macht genau einen guten Athleten von einem weniger guten aus. Weniger Gute sagt dann, heute geht es nicht gut, ich bleibe lieber zu Hause. Ein guter Athlet sagt dann, heute geht es mir nicht gut, ich versuche einfach das Beste heute Mögliche rauszuholen. Das einfach immer, 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 immer wieder. Und wenn du mit den Top-Athleten sprichst, die sagen da genau das Gleiche. Da hat niemand den Erfolg über Nacht, sondern dieser Erfolg über Nacht, dem sind viele, viele, viele andere Nächte zuvor gekommen, damit der überhaupt einmal so weit war. Und kein Sportler ist von heute auf morgen der Beste der Welt geworden. Das sind alles Geschichten über Jahre hinweg. Ne? Und das halte ich mir einfach immer vor Augen, dass ich weiß, es ist kein Kindergeburtstag. Wenn ich was erreichen will, dann muss ich auch Arbeit investieren. Im Training, in der Ernährung, aber auch im Unternehmertum. Von nichts kommt nichts, sagt man so schön in Österreich. Ne? Und sagen die Deutschen auch. Ja, sehr gut. Kommt nicht. Und da höre ich eigentlich von fast, also du hast über Disziplin, Ziel und Umsetzung gesprochen. Finde ich absolut, das trifft die Sache sehr gut. Dann hast du eigentlich indirekt noch die Geduld angesprochen. Ne? Also Geduld ist auch noch, glaube ich, ein großes Thema. Und ich glaube, das hat in diesem Podcast oder wenn mich Leute in Vorträgen gehört haben, auch von mir, was ich immer wieder sage, ich glaube auch, genau wie du, dass Erfolg irgendwann immer nur noch eine Frage von Zeit ist. Ja, also man kann es immer sehr schön für sich selbst reflektieren, um einfach mal eine Zahl zu nennen, ist natürlich wahnsinnig individuell. Aber ich glaube persönlich fest daran, wenn ich in meinem Leben Dinge länger als 3 bis 5 Jahre kontinuierlich regelmäßig durchziehe, bei einer relativ hohen Intensität, egal was, ob es ein Instrument lernen ist, ob es eine Sprache lernen ist oder ob es eine Sportart ist oder ob es ein Business ist,
dann werde ich Erfolg haben. Ja, ich glaube, dass die große Nummer ist das Dabeibleiben, die Geduld zu haben, die Disziplin zu haben und immer weiter neue Ziele zu setzen und weiter umzusetzen. Da bin ich total bei dir. Also ich glaube, wenn man das für sich selbst mal reflektiert, was man in seinem Leben wirklich so lange durchgezogen hat, das sind meist auch die Dinge, in denen man wirklich gut wurde, wo es funktioniert hat. Ja? Und da reichen halt tatsächlich ein Jahr oder 2 Jahre reichen halt nicht aus. Das muss man ganz klar sagen. Von daher bin ich da total bei dir. Aber du hast eine ganz wichtige Sache erzählt, das finde ich auch sehr spannend. Du hast gesagt, du coachst dich selber. Was ja, haben viele Teilnehmende hier im Podcast, die gecoacht werden aus dem Leistungssportbereich, auch welche, die sich selber coachen. Wo liegt denn in deiner oder aus deiner Sicht der Vorteil darin, sich selbst zu coachen, und wo liegt vielleicht vermeintlich auch der Nachteil? Der Vorteil ist der, und das ist auch der Grund, warum ich es mache, ich will den Prozess selbst lernen. Ich will wissen, welche Trainings- und Programmvariablen für mich funktionieren. Das ist auch etwas eben für Rocksports, für mein Unternehmen. Ich will nicht von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln schreiben, von irgendwelchen Diäten erzählen, wenn ich das selbst nicht gemacht habe. Beim Powerlifting ist es das Gleiche. Ich will nicht von irgendwas erzählen, auch in meinen Vorträgen, sondern ich will im Grunde das auch tatsächlich durchleben und wissen, was es ist. Nachteil ist, ich denke, wenn ich einen Coach hätte, ich könnte einfach vieles von dieser Denkarbeit einfach abgeben und schlicht und einfach heute Abend ins Gym gehen und einfach das runtertrainieren, was auf dem Plan steht, ohne dass ich mich auf irgendwas kontrolliere und irgendwas festsetze, sondern das Ding einfach nur durcharbeite. Ich melde die Daten an den Coach zurück, und wir haben ja in Österreich Top-Coaches, wo ich genau wüsste, die haben das drauf und ich muss mich um nichts kümmern. Das heißt, ich bin überzeugt davon, dass ich mit Coach noch einmal eine bessere, steilere Lernkurve hätte. Aber mir ist jetzt einfach in Wahrheit wichtiger, das selbst einmal zu lernen. Und vielleicht ist es in 1-2 Jahren, wo ich sage, jetzt gönne ich mir mal einen Coach, weil jetzt habe ich das Grundwerkzeug gelernt. Jetzt weiß ich, worauf es ankommt, und kann mich selbst auch noch einmal einschätzen. Denn wenn ich selbst ein gutes Feedback dem Coach geben kann, dann kann ja der mit mir auch nicht gut arbeiten. Das heißt, ich muss selbst einmal in der Lage sein, zu wissen, wie reagiert der Körper. Weil wenn ich mich mit seinem Trainingsplan, den mir der Coach gibt, völlig zerschieße, gerade im Maximalkraftsport, zentrales Nervensystem, wenn ich da immer drüber schieße, dann werde ich schlicht und einfach irgendwann ein Problem haben. Und das muss ich ja auch artikulieren können, dem Coach gegenüber. Dementsprechend sehe ich es einfach einmal als geile Möglichkeit, sich selbst an der Praxis weiterzuentwickeln. Mhm. Verstehe. Wenn du trainierst, also man merkt ja deutlich, dass du diesen Sport liebst, ja? Wenn du trainierst, aber es gibt trotzdem mal schwierige Situationen. Also du hast vorhin schon Trainingstage angesprochen, wo es einfach nicht läuft, wo es einfach schwerer ist, wo man mal müde ist, wo man vielleicht mal schlecht geschlafen, was auch immer. Und ich bin auch jemand, der sein Training dann adaptiert. Also ich passe einfach die Inhalte an. Ja? Also jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt im Fitnessbereich bin und ich habe so einen schlechten Tag, dann ist mein Training vor allen Dingen eher gerätebasiert, damit ich nicht so viel koordinative Aspekte habe, um mich nicht zu verletzen. Weil ich wüsste, wenn ich jetzt eine komplexe Übung mache, dann wäre ich von der Ansteuerung, würde nicht funktionieren. Deswegen mache ich mehr Geräte als Beispiel. Aber natürlich wäre es leicht, einfach zu sagen, ich mache nichts. Wenn du so einen richtig schlechten Tag hast, wie motivierst du dich, trotzdem anzugreifen? Immer wieder bei dem Thema Routine. Ich trainiere jeden zweiten Tag und es gibt keine Ausrede, dass ich das nicht mache. Die einzige Ausrede ist, dass ich krank bin, und ich war im Grunde seit, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal krank war, gibt es eine schöne Geschichte, war vor 2 Jahren oder 3 Jahren, hatte ich ein Bankgespräch und der Bankberater fragte mich, wer denn mein Hausarzt ist, und dann habe ich ihm den Namen gesagt und er hat gesagt, Herr Rohrhofer, dieser Arzt ist seit über 10 Jahren in Pension. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nicht krank bei einem Arzt war. Das heißt, Gott sei Dank ist da die Gesundheit dabei. Dementsprechend, jeden zweiten Tag gibt es das Training. Und ich merke dann eh beim Aufwärmen, wie fühle ich mich, wie geht es mir. Und das Schöne ist ja beim Powerlifting, wenn es halt einmal nicht so gut geht, naja, dann reduziere ich das Gewicht ein bisschen. Kniebeuge bleibt Kniebeuge, es ist halt dann einfach weniger Gewicht. Bei mir kommt dann noch hinzu,
Ich arbeite auch viel mit Spagat, sowohl Frauen- und Männerspagat. Sprich, das ist im Grunde genau das maximale Gegenteil von der maximalen Kontraktion im Kraftsport. Wenn ich dann einen Männerspagat oder Frauenspagat mit Gewicht mache, das heißt, da trainiere ich auch in die Richtung und das kriegt sich ab und zu ein bisschen in die Haare. Wenn ich jetzt im Spagat maximale Dehnung habe, und 2 Tage später habe ich aber wieder richtige Hardcore-Einheit, Kniebeugen beispielsweise, da muss ich wirklich auf die Regeneration achten, damit sich das nicht in die Haare kriegt, beziehungsweise das so planen, damit es passt. Ne? Aber am Ende des Tages, wenn es mal schlecht läuft, trotzdem einfach die 100% von diesem jeweiligen Trainingstag rausholen, auch wenn die insgesamt gesehen vielleicht 20% niedriger sind wie ein durchschnittlicher guter Trainingstag. Aber Das die heißt, du Alternative, brauchst, nicht zu trainieren, gibt es nicht. Ne? also du brauchst auch kein Tool, kein Trick, kein Tipp. Du brauchst nichts, um sozusagen dann von der Couch zu starten. Für dich ist es selbstverständlich. Genau, es ist einfach eine Routine. Das hat sich da die Basalganglien, dieser evolutionstechnisch gesehen ganz alter Bereich in unserem Hirn, wo die Routinen abgespeichert werden. Das Schöne ist, den kann man mit Bewusstsein sozusagen nicht löschen oder umschreiben, sondern das ist ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil. Das ist auch der Grund, warum wir so Das ewig ist die lange in Gewohnheit unseren an, ne? schlechten, ja genau, wo wir in unseren schlechten Ernährungsgewohnheiten sind, wo es einfach ewig lang dauert, bis das wir Routinen haben. Aber das hat sich einfach über die Jahre da so eingebrannt, dass ich im Grunde keine Willenskraft mehr dazu brauche, trainieren zu gehen. Sicher gibt es Tage, wo ich das machen muss. Aber ich habe zum Beispiel im Lockdown die Gym-Lockdown-Challenge ausgerufen bei Rob Sports auf Instagram. Für die, die mit dabei waren, die wissen es. Jeden Tag 1000 Seilsprünge. So lange, bis der Lockdown vorbei war. Ne? Und ich habe mir gedacht, ja, das dauert circa 2 Wochen, dann ist er sicher vorbei. Unterm Strich waren es dann 178 Tage, das heißt, ich bin über 180.000 Sprünge gesprungen. Maximaltemperatur, glaube ich, waren 15 Grad, Minimaltemperatur waren minus 13 Grad und ich bin jeden Tag gesprungen. Und auch wenn ich mir um 10 Uhr am Abend noch meinen letzten Termin denke, das interessiert mich nicht, weil man dachte, gehst du jetzt raus? Es sind 10 Minuten Springen, ne? Dann sind die 1000 fertig. Ne? Also ich versuche es dann einfach mir immer selbst zu beweisen. Dass ich dann genauso, wie ich es vorhin gesagt habe, Disziplin ist im Grunde nur das, dass du dir selbst sagst, das, was du dir als Ziel setzt, dass du das auch durchziehst. Und wenn ich etwas sage, dann bin ich mir selbst wert, dass ich die Sache durchziehe. Auch wenn es mich null interessiert, dass ich bei minus 12 Grad jetzt da rausgehe und 1000 Sprünge mache. Es ist kalt, es schneit, es ist alles eisig. Ich mache es trotzdem. Und im Nachhinein denkt man sich dann, Alter, war geil. Geiler Typ, denkt man sich Ja. dann. Ja, ich Ja. verstehe. Also das Spannende ist ja, jetzt hast du gesagt, also dieses Routinen etablieren. Ich bohre jetzt mal da ein bisschen weiter drauf rum, weil, also wenn die Routine drin ist, verstehe ich's. Aber jetzt, vielleicht kannst du dich dran erinnern, vielleicht wart ihr, vielleicht bist du einfach auch genetisch ein Typ, der es einfach hat. Aber gibt es für dich einen Tipp, diese Disziplin, also diese Routiniertheit zu etablieren, wenn ich das halt noch nicht habe, wenn es noch nicht eingebrannt ist? Was könnte ich tun, um diese Routiniertheit, um diese Disziplin halt auch mal in einem schwachen Moment zu entwickeln? Hast du da eine Idee? Das ist auch ein Punkt. Ich mache ein Online-Mentoring, das ROC-Prinzip heißt es. Da geht es genau um diese Dinge. Und Punkt Nummer 1 ist immer, sich zu überlegen, was ist mein Warum? Warum will ich diese Sache durchziehen? Weil am Ende des Tages, extrinsische Motivation wird dich nie auf Dauer motivieren, beziehungsweise nie auf Dauer am Ball halten. Das heißt, man muss sich immer überlegen, intrinsisch, was ist da drinnen los? Was ist dein Warum? Sonst vielleicht gesagt, der ZDE, der Zweck der Existenz. Warum willst du die Sache machen? Ich muss mich nie motivieren zu trainieren, weil ich genau weiß, was mein großes Ziel ist. Und wenn ich da hin will, dann muss ich trainieren. Punkt, das fertig. Es gibt keine Ausrede oder ich habe keine Zeit, sondern mein Ziel oder auch bei Rock Sports, die Rock World, das ist eine ganz große Vision, die ich auch jedes Mal mit meinen Mitarbeitern teile. Das hat so eine Strahlkraft für mich, dass ich mich nicht motivieren muss. Ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in der Woche arbeite, weil es mir egal ist, weil es einfach eine Freude macht und ich liebe es. Ne? Und ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch, wenn er nur richtig lang genug nachbohrt, genauso eine Sache findet. Und wenn er die findet, denken auf Papier, ganz ein großes Prinzip, das Ding niederschreiben. Ich bin ein Fan von den ganz klassischen Tools.
beispielsweise ein Vision Board, das Ding niederklatschen. Oder ich habe jedes Mal, kann ich jetzt nicht, wenn ich aufstehe, in meiner Hosentasche meine Goalcards, meine Zielkarten, da steht genau das drauf. Und jedes Mal, bestimmt wenn ich grad, da nur du sitzt ankomme, bestimmt gerade in Shorts oder im Schlüpper da, deswegen stehst du jetzt nicht auf. Ja, da gibt es keine Hosentasche. Ja, schön, Lockdown-Konferenz. Genau, ja. So ist es. Ja, und jedes Mal, wenn ich auf die Tasche greife, weiß ich, da sind die Zielkarten drin. Und dann macht es automatisch wieder Klick. Und bei jedem Klick beschreibe ich meine Basalganglien, diesen Gehirnbereich, meinen Routinebereich immer wieder neu. Und je öfter ich das mache, man kann sich das schön auch in einem Graph darstellen. Zu Beginn ist ganz, ganz viel Willenskraft notwendig, um eine Routine neu zu etablieren. Je öfter ich das aber mache, desto weniger Willenskraft ist notwendig. Und irgendwann, unser Hirn ist ja ein Sparmeister, deshalb arbeiten wir ja mit Routinen. Irgendwann ist die Routine so einprogrammiert, dass es fast mehr Aufwand ist, die Routine nicht zu machen, wie Zähne putzen. Wer muss da noch nachdenken? Es ist jeden Tag das Gleiche. Ne? Das heißt, ein Ziel schaffen, das so eine Strahlkraft hat, dass mich das auch an Tagen, wo es einfach auf gut Deutsch gesagt scheiße läuft, ich trotzdem weitermache. Das ist der aller wichtigste Punkt. Und der nächste ist dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Idee ist nett, aber ohne Zielsetzung, ohne Umsetzung ist die Idee nichts wert, sich zu überlegen, was sind die ersten konkreten Schritte, die ich machen kann. Klassiker zum Beispiel aus der Ernährung. Naja, Chris, ich kann ja jetzt nicht von heute auf morgen die gesamte Ernährung umstellen. Müssen wir nicht. Suchen wir uns einfach mal einen Tag aus, wo wir versuchen, eine neue Ernährungsmöglichkeit zu etablieren. Und dann ist vielleicht irgendwann einmal ein zweiter Tag, ein dritter Tag. Und plötzlich merkst du, hey, mir geht es an diesen drei Tagen so gut, ich will das gleich auf die ganze Woche machen. Intrinsische Motivation, das ist der einzige Punkt. Ja. Zielsetzung und konkret überlegen, was sind die Beiträge, die ich machen kann. Meine Morgenroutine steht immer in der Früh da. Welchen Beitrag leiste ich heute, um meine Ziele zu erreichen? Kann das so eine Kleinigkeit sein? Es kann was Großes sein. Völlig egal. Einen Beitrag, den ich heute leiste, um meine Ziele zu erreichen. Egal, ob es Powerlifting ist, egal, ob es Unternehmertum ist. Irgendeinen Beitrag. Und damit bin ich sofort in der Umsetzung drin. Jeden Tag. Sehr stark. Cool. Das sind natürlich auch viele Themen, die Überschneidungspunkte haben von der Sportpsychologie, vom Mindset, mental zur Persönlichkeitsentwicklung. Auch das werden wir beide in der Sports Performance Academy werden wir das viel besprechen. Was mich jetzt aber noch interessiert, und da bin ich sehr gespannt, weil ich habe da immer da eine Wette laufen mit mir selbst. Wer hat dich im Sport am meisten inspiriert? Österreichischer Powerlifter. So, jetzt. Wer hat dich am meisten inspiriert? Es ist kein Name, den du kennst wahrscheinlich. Ne? Verdammt. Also natürlich, wie ich damals in der Bodybuilding-Szene begonnen habe, war es natürlich der Arnold, ganz klar. Danke. Danke, Chris. Danke. Klassiker. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, jeder Bodybuilder hat den Arnie vorn. Aber was ich sagen muss, ist, wir haben den besten Powerlifting-Verein in Österreich, ich glaube sogar europaweit, in dem ich auch natürlich mit dabei bin. Und die Leute, die da mit dabei sind, wir haben Leute aus der weltweiten Top 10 mit dabei. Ich werde da eben auch den einen oder anderen vorstellen. Und das sind die mich motivieren. Da sieht man einfach was, genau mit diesen Werten, die ich auch vorhin gepredigt habe, wie weit du mit diesen Werten kommst. Und es gibt kein Geheimrezept, es gibt kein in der Ernährung ein Superfood, das mich super stark macht, sondern es sind einfach die Basics. Schau auf dein Protein, schau auf ausreichend Fett, gute Kohlenhydrateversorgung, möglichst unverarbeitet ernähren. Die Ernährung ist abgeschlossen. Training. Schau, dass du einen ausreichenden Trainingsreiz hast, geh regelmäßig trainieren, achte auf deine Regeneration, schlaf ausreichend, Basics sind erledigt. Mehr ist es nicht. Und jetzt mach das, so wie es du erwähnt hast, 10 Jahre lang und du willst gut werden. Punkt, das fertig. Ne? Es gibt keine Abkürzung. Und das motiviert mich einfach bei diesen Leuten aus dem Verein, um deine Frage zu beantworten, wie man mit diesen Grundwerten, wie unglaublich weit man da kommt. Ne? Und jetzt gib mir mal einen Namen, den ich nicht kenne, damit wir irgendjemanden huldigen können. Wen kann ich huldigen? Gerade jetzt bei der Weltmeisterschaft, neuen Weltrekord in der Mastersklasse, Barbara Gapp, die hat den Weltrekord aufgestellt mit 190 Kilo, mit 52 Kilo Körpergewicht, also unpackbar. Wahnsinn. Dann Paul Ecker, Junioren, Goldmedaille im Deadliften, 325 Kilo in der 93er Klasse, richtig, richtig geil. Und das sind herzensliebe Menschen, die einfach, auf gut Deutsch gesagt, auch die Babsi, die Eier haben sozusagen, einfach an ihrem Ziel immer dran zu bleiben, zu trainieren, Gas zu geben und sind nebenbei noch super herzliche Menschen. Also
Das ist das, was mich massiv motiviert. Ist es auch so, dass wenn es wirklich so schwer ist, wenn es so, also es ist ja wirklich so eng an diesem wirklich existenten Leistungsmaximum dran, wo die Leute und du auch agierst, sind es die Ziele, wo ihr zum Schluss sozusagen die Energie hier herzieht, wenn es wirklich eng ist, wenn es wirklich schwer ist, wenn es wirklich Anschlag ist, wo kommt dann die Energie her? Sind es die Ziele vor Augen oder wie würdest du es sagen? Das ist einfach das Gefühl, sich ständig zu verbessern und das Gefühl in solchen, sagen wir mal, Ausnahmesituationen, genau jetzt muss ich performen, wenn du dann brillierst oder wenn du einen richtig geilen Grinder hattest, das war bei mir bei der Staatsmeisterschaft, wo einfach ein Versuch 10, 15 Sekunden dauert, weil du so Vollgas gibst und wenn du das dann erfolgreich schaffst, du hast dann so eine Ausschüttung von Gefühlen, wo du sagst, das ist so richtig geil, du bist richtig scharf drauf, dich beim nächsten Versuch noch mehr zu plagen, was eigentlich im Hirn irgendwie widersinnig ist, aber das ist genau diese Motivation, wo du sagst, du wächst immer weiter über dich hinaus. Und gerade im Powerlifting, das ist das, was ich extrem genieße. Natürlich sind wir alles irgendwo Konkurrenten, aber das ist ein großes Miteinander. Jeder hat dieses Ziel. Das heißt, es geht gar nicht darum, den anderen zu schlagen, sondern das ist ein Miteinander. Das merkt man im Warm-up-Bereich. Alle kämpfen miteinander und natürlich, irgendwann gibt es dann eine Rangliste, aber am Ende des Tages kämpft jeder mit sich selbst. Jeder freut sich für den anderen, wenn er sich um 10 Kilo verbessert, um 2 Kilo verbessert. Das ist das, was das Ganze so richtig positiv antreibt. Schön. Gibt es für dich irgendwie, wir haben jetzt natürlich über relativ komplexe Themen gesprochen, gibt es für dich aber irgendeine Empfehlung, Film, Buch, eine Quelle, wo du sagst, okay, vielleicht jetzt gar nicht Powerlifting spezifisch, sondern dieses Thema Motivation, Umsetzung, Ziele, gibt es für dich da, ich habe schon ein bisschen rausgehört mit Zweck der Existenz und so, aber gibt es für dich da eine Empfehlung irgendwie, wo kann man was lesen, wo kann man was schauen? Hast du da eine Idee, wo man also da im Grunde, das Coole ist, mit diesem alles auf YouTube, Podcasts, es gibt in Wahrheit alles online, YouTube, es gibt richtig geile Podcasts, so wie du auch eine machst, es gibt auch den Rockcast, das ist mein Podcast, also wenn das Thema Mindset relevant ist, da einfach vorbeischauen. Es gibt 5, 6 Bücher, die Thema Mindset-mäßig ganz, ganz vorne dabei sind. John Strelecki, die Big Five for Life, bis hin zu der Dieter Lange, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Das sind so richtige Klassiker, sage ich jetzt einmal. Oder die Bronnie Ware, die hat einmal 5 Dinge, die sterbende Menschen am meisten bereuen, geschrieben, eine Palliativschwester, die Menschen bis zum Sterbebett begleitet hat, wo man dann raufkommt, auf was kommt es im Leben wirklich drauf an? Und es ist nicht ein schönes großes Haus und ein schönes Auto, das ist alles super toll. Aber am Ende des Tages macht uns das langfristig nicht glücklich. Das heißt, man muss sich überlegen, was macht mich wirklich glücklich? Dann sind wir wieder bei den intrinsischen Zielen, die mich wirklich intrinsisch motivieren. Und die können wir nur rausfinden, wenn wir uns selber besser kennenlernen. Es ist einfach, geht nur über die persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, diese 3, 4 Bücher, gibt es noch viele, viele weitere, gibt es auch in meinem Podcast, habe ich ein paar Folgen zu diesen Buchempfehlungen. Aber am Ende des Tages Mindset bei Google eingeben, Mindset bei YouTube eingeben. Und da findet man im Grunde, wenn man ein bisschen recherchiert, immer zu den klassischen 5, 10 Leuten, zu den 5, 10 Büchern unendlich viel Stoff. Ne? Okay. Was möchtest du als Sportler noch erreichen, Chris? Wo soll es hingehen bei dir? Es gibt 3 Dinge, die aktuell auf meiner Zielekarte beim Sport stehen. Das eine Ziel verstehst du als Bodybuilder sicher gut. Das ist ein 50er-Astel. Bei uns ein 50er-Astel. Da nehme ich immer an die Gespräche mit den Pürzel. Ja, genau. Das ist gerade in meiner Gewichtsklasse mit 93 Kilo. Ein bisschen was ist noch zu tun, aber es geht vorwärts. Wo bist 50er du? 50er-Astel. Wie viel hast du? Ja, 48 irgendwo in der Größenordnung. Also, aber du weißt, 2 Zentimeter hört sich nicht viel an, aber wenn man das Ganze auf naturaler Ebene betreibt, ist es nicht so einfach, vor allem dann, wenn man mit der Gewichtsklasse nach oben ein bisschen gepusht ist. Von daher, aber wenn es so einfach zu erreichen wäre, wäre es ja langweilig. Das heißt 50er-Astel, das ist das, mit dem man legendär wird bei uns in Österreich. Gleichzeitig in der 93-Kilo-Klasse 300 Kilo heben, konventionell, das ist was. Und das dritte ist Männerspagat mit 40 Kilo. Frauenspagat mit 40 Kilo geht schon. Und ich bin gerade noch dabei, den Männerspagat zu machen. Und das in Kombination, damit habe ich im Grunde aus allen 3 Bereichen Kraft,
Muskulatur und Beweglichkeit, Mobility, die Dinge, die mich massiv begeistern werden. Sehr cool. Gibt es auch sehr coole Fotos von dir im Spagat auf deinem Instagram-Account? Habe ich auch erstaunt. Wollte ich als Ja. Bodybuilder immer in meiner Kür mal umsetzen, aber das hat tatsächlich, das ist so eine Sache, die konnte ich nicht verfolgen. So, das war eine Sache, da konnte ich mich leider nicht motivieren. Okay. Ja, jetzt haben wir schon über so viel über Umsetzung gesprochen und du hast auch schon so viel Mindset-Dinge genannt, dass ich fast sage, wir können das eigentlich gar nicht mehr toppen. Jetzt hast du auch schon Sachen genannt, aber wo kann man denn mehr über dich oder am besten etwas über dich erfahren? Wenn Leute sagen, Mensch, wir wollen mal kicken, was der so macht, wir wollen uns vielleicht auch mal den Shop angucken oder so, wo bist du am präsentesten? Am präsentesten natürlich im Web wok-sports.at. Da findet man die gesamte Sportnahrungspalette in Bioqualität, vom Eiweißpulver über das Elektrolytgetränk quer durch die Bank. Da findet man auch unsere ganzen Biogewürze. Wir haben auch eine eigene Springseillinie. Da findet man auch die ganzen Online-Produkte, Online-Mentoring etc. Und natürlich, wenn man ein bisschen am Laufenden sein möchte, auf Instagram oder auch auf Facebook, da gibt es jeden Sonntag eine Live-Sendung, die heißt Wok TV, wo ich wissenschaftlich fundiert im Grunde die Fragen meiner Kunden kurz und knackig beantworte, jeden Sonntag auch mittlerweile seit 2,5 Jahren in etwa. Das heißt, da kann man sich einfach einmal ein bisschen reinlesen und so reinspüren, was sagt dieser Typ. Und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich nächstes Jahr, dann gibt es ein eigenes Buch, an dem schreibe ich gerade, ich sage 70% Fertigstellungsgrad in etwa, wo man genau diese Dinge, die wir heute besprochen haben, im Detail kurz, aber trotzdem sehr intensiv noch einmal ausarbeiten und das Ganze in Buchform. Freue ich mich auch schon drauf. Aber da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Du fleißiger Typ, du. Sehr cool. Wir werden natürlich einen in die Shownotes packen, die Webseite, Instagram-Profil und so weiter, dass man dann dem Ganzen folgen kann. So, damit, die Zeit ist gerast. Das zeigt immer, dass es ein sehr cooles Gespräch war und das empfand ich auch so. Wir haben viele wichtige Inhalte gesprochen. Schön der Transfer, Persönlichkeit, Sport, auch Unternehmertum. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für dieses coole und tiefsinnige Gespräch. Und Chris und ich würden uns natürlich freuen, wenn du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, mal bei uns vorbeischaust, dir das Interview anhörst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über ein Abo und über ein Like. Das unterstützt uns, das hilft mir auch persönlich, neue tolle Internet- und Interviewgäste zu finden. Und ja, schau mal vorbei bei der Sports Performance Academy und ja, und sei nächstes Mal wieder mit dabei. Und die lieben letzten Worte hat wie immer mein Gast und heute ist es der Chris. Chris? Ja, Uli, von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank fürs Interview und finde es cool, wie du das durchziehst, wie du das Thema transportierst. Also bitte mach genauso weiter. Meine letzten Worte, bin ein riesengroßer Fan von Zitaten und ich glaube, dieses Zitat hat der Peter Drucker irgendwann einmal gesagt und er hat gesagt, the best way to predict the future is to create it. Sprich, die beste Möglichkeit, deine Zukunft tatsächlich zu definieren ist es, dass du einfach umsetzt und sie gestaltest, ganz aktiv.